Herzlich willkommen beim Network Marketing Unternehmer, dem exklusiven Podcast für erfolgreiche Networker, Vertriebler und Visionäre. Das Rekrutier präsentiert dir die besten Tipps, Tricks und Techniken erfolgreicher Networker. Wir zeigen dir, wie du immer und überall mit Spaß und Niveau neue Geschäftspartner für dein Network oder Empfehlungsmarketing gewinnen kannst. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Podcast-Show von und mit dem Rekrutier. Ja, liebe Freunde, ihr wisst ganz genau, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir liefern euch hier nicht nur die besten Interviews, die besten Talks, die besten Strategien und die besten Handwerkszeuge für euren Erfolg im Network Marketing, sondern auch natürlich den ein oder anderen tagesaktuellen Gedanken, die ein oder andere tagesaktuelle Idee, die euch zum Nachdenken anregen soll. Und natürlich nicht nur das, sondern die wiederum dafür sorgen soll, dass ihr selbst immer wieder in eure Tatenergie reinkommt und dass ihr euch selbst immer wieder bewusst darüber seid, dass ihr, sofern ihr schon die Weichen Richtung Selbstständigkeit oder vielleicht auch nebenberufliche Selbstständigkeit im Network Marketing gestellt habt, dass ihr da voll und ganz auf dem richtigen Weg seid. Also ich möchte die Gelegenheit nutzen, jedem, der hier zuhört, auch ein bisschen Beton in die Brust zu klopfen. Beton in die Brust klopfen meine ich immer dieses Selbstbewusstsein und diese Identifikation, die wir draußen im Tagesgeschäft brauchen, um wirklich auch einen guten Job zu leisten, um auch, ja, um Überzeugungsarbeit zu leisten und um letzten Endes die Botschaft, die wir zu vermitteln haben, auch unter die Leute zu bringen. Und genau darum geht's. Da möchte ich euch heute inspirieren und ich habe parallel die Zeitung aufgeschlagen und das, was ich da wieder lesen muss oder musste, ist natürlich nicht so motivierend. Das ist eine Schlagzeile, wie sie insbesondere in der letzten Zeit immer häufiger, immer öfter vorkommen. Und ich kann jetzt nur von meinem subjektiven Bauchgefühl ausgehen. Ich habe den Eindruck, diese Schlagzeilen häufen sich. Und zwar geht es wieder einmal um eine Headline, die da heißt, Filialschließung bei der Commerzbank geplant. Und das ist jetzt mal stellvertretend nur eine Headline von noch vielen weiteren, die ich euch nachher hier mal an die Hand geben möchte. Und dann habe ich mir wieder so überlegt und Gedanken gemacht und gesagt, Mensch, das kann doch gar nicht sein. In was für einer Zeit leben wir denn heute eigentlich? In was für einer Zeit leben wir im 21. Jahrhundert? Okay, ist klar, aktuell schreiben wir gerade noch so das Jahr 2016. Ich erwähne das Datum wirklich, vielleicht hört ja diese Podcast-Show in 5 Jahren auch mal jemand und kann da vielleicht sogar mal einen Vergleich ziehen, was sich seit 2016 sogar noch alles verändert hat. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, unter uns gesagt, es wird immer verrückter und es wird immer doller. Und was meine ich damit, beziehungsweise auf was will ich hinaus? Dieser ständige Wandel, darauf möchte ich hinaus. Und vor allen Dingen dieser ständige Wandel, diese ständigen Veränderungen im Arbeitsleben, im beruflichen Prozess und auch draußen, ich sage jetzt einfach mal in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, so wie wir sie kennen. Und ich will da vielleicht mal einen kleinen Abriss skizzieren. Ich selber bin ja gerade so noch in der DDR groß geworden. Mit 16 war die Wende. Wenn ich mal meine Familie so anschaue, da haben im Prinzip 9 von 10 Leuten ihr Leben lang, zumindest bis die Wende kam, in einem Beruf gearbeitet. In der DDR war es ja auch so üblich, dass man irgendwie 30, 40 Jahre einen einzigen Job gemacht hat und dann irgendwie frohen Mutes in die Rente gegangen ist. Und wie soll man sagen, die Zeit geht weiter, es kam die Wende und damit kam natürlich auch die Veränderung für die Menschen. Man musste flexibler sein, man musste anpassungsfähiger sein, man
musste die Augen und die Ohren offen halten und dieses Sicherheitspolster, wie es die Leute in der DDR damals hatten, das gab es irgendwie nicht mehr. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Leute in den neuen Bundesländern, ich sage jetzt tatsächlich, Probleme in der heutigen Zeit haben, weil sie einfach diese Angst und diese Unsicherheit ständig mit sich rumtragen. Und so sind ja mittlerweile mehr als 25 Jahre vergangen und ich spreche jetzt einfach mal so, wie ich denke, es sind, so habe ich gehört, nicht unbedingt nur die Ossis, die unsicher sind, die Ängste mit sich rumtragen, sondern diese ganze Sache ist in breiten Schichten oder in den meisten Schichten der breiten Bevölkerung tatsächlich angekommen, weil wir eben in einer Zeit leben, und das kann man sich durchaus mal notieren, vielleicht sogar fürs Vision Board, in einer Zeit, wo nichts so sicher ist wie der ständige Wandel. Und ich persönlich habe da ein eigenes Mindset auch zu diesem Thema Wandel, meine Einstellung im Leben, weil nur mit der geht's mir gut, ist mittlerweile die geworden, dass ich sage, es ist egal, was passiert. Es ist vollkommen egal, was passiert. Die einzige Sicherheit, die man als Mensch haben kann, ist, mit allem, was einem passieren wird, gut klarzukommen. Und ich will da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Gut klarkommen kann man natürlich mit Dingen, die vielleicht unvorhergesehen passieren, wenn man auf die eine oder andere Sache vielleicht sogar ein bisschen vorbereitet ist. Und vorbereitet sein bedeutet, dass wenn man in der heutigen Zeit vielleicht von diesem Wandel und insbesondere von diesem wirtschaftlichen Wandel persönlich betroffen ist, dass man nicht quasi in diesem Reaktionsmodus ist, in dem ja die meisten Leute mehr oder weniger ihr gesamtes Leben verbringen, sondern indem man in einem Aktionsmodus ist. Was bedeutet das konkret? Ich habe euch ja vorhin diese Headline vorgelesen, Filialschließung bei der Commerzbank angedacht. Und damit jetzt nicht jemand sagt, ja Mensch, der Schlosser, der hackt ja ganz schön auf den Banken rum, möchte ich mal ein paar Dinge skizzieren, ein paar Veränderungen in großen, namhaften deutschen Unternehmen, die so die letzten Jahre vonstatten gegangen sind, beziehungsweise die so vollzogen wurden, mit denen keiner gerechnet hat, tatsächlich niemand, und die aber trotzdem immer wieder dafür gesorgt haben, dass mehrere tausend, oftmals sogar 10.000 Arbeitsplätze entweder auf dem Spiel standen, beziehungsweise vielleicht sogar komplett verloren gegangen sind. Also ich möchte euch hier ein bisschen einen Spiegel vorhalten, was geht da draußen momentan ab, und möchte euch natürlich auch das Rüstzeug an die Hand geben, wenn ihr in euren Gesprächen draußen, in euren Rekrutierungs-, in euren Sponsor-, in euren Anwerbungsgesprächen eure Geschäftsidee vorstellt, dass ihr dort ja das entsprechende Beton in die Brust habt, dass ihr dort wirklich der festen Überzeugung und der Meinung sein könnt, dass ihr eine tolle Alternative anzubieten habt. Ihr habt eine echte Lebens- und auch Einkommensalternative mit dem Modell Network Marketing anzubieten. Doch kurz vorab nochmal zurück auf das, was ich raus wollte. Schaut mal her, ich erinnere einfach mal an eine der größten Drogerieketten. Fragt mich jetzt nicht genau, ich habe bloß schnell nachgedacht. Es geht hier um die Firma Schlecker, und ich glaube, die Firma Schlecker war bis dato, glaube ich, so der Branchenprimus. Es gab die Top 3, ne? Mir fällt gerade der Rossmann ein und der DM-Markt, und ja, und dann gab es den Schlecker noch bis zum Tage X, wo die Firma Schlecker massiv ins Straucheln gekommen ist und meines Wissens nach sogar Insolvenz anmelden musste. Und wer hätte das gedacht, über Nacht waren auf einmal mehrere 10.000 Arbeitsplätze frei, beziehungsweise mehrere tausend Leute standen dort auf der Straße. Und ich sage immer zu dem Thema, manchmal ändert sich das Leben über Nacht. Ich glaube, keiner dieser Schlecker-Mitarbeiter war damals darauf vorbereitet, und dementsprechend
war das Geschrei oder die Trauer oder der Schmerz, das war natürlich riesengroß, weil diese Leute waren jetzt alle im Reaktionsmodus, die waren natürlich erstmal in Schockstarre und die mussten reagieren, die mussten sich auf gut Deutsch was Neues suchen. Ich weiß nicht, ob von denen oder wie viele von denen damals schon Alternativen hatten, vielleicht sogar auch eine Alternative im Network-Marketing sicher, der ein oder andere schon. Aber es hätte mehr sein können mit dem entsprechenden Bewusstsein. Schreibt euch ruhig mal diese Namen von den Firmen auf, damit ihr in euren Gesprächen draußen vielleicht auch das verbale Rüstzeug oder das Wording oder logischerweise auch entsprechende Beispiele habt. Weil die Menschen draußen beschäftigen sich ja nun nicht mit solchen Dingen, die sagen, hey, mir geht's gut und meine Firma ist ein großer deutscher Traditionskonzern und was soll da schon passieren? Hey, wir leben in einer Zeit, wo nichts so sicher ist wie der ständige Wandel. Manchmal ändert sich das Leben über Nacht und manchmal ändert sich auch das Schicksal einer Firma, eines Unternehmens, vielleicht sogar eines großen Konzerns, eines Weltmarktführers über Nacht. Und ja, hier kommt schon das nächste Beispiel. Viele können sich vielleicht sogar noch an die Karstadt-Story erinnern. Wie gesagt, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Details fest, aber wie lange war das Thema Karstadt in den Medien? Wie lange hat Karstadt um einen neuen Investor gebuhlt und gesucht? Und entsprechend waren natürlich auch Arbeitsplätze und Existenzen dort auf dem Spiel gestanden und in Gefahr. Das nächste Beispiel, was ich euch bringen möchte, ist das Thema, wer da so sich ein bisschen mit beschäftigt hat, das Thema Continental und Schaeffler. Also ich glaube, auch hier, ihr könnt das einfach mal nachgoogeln, ich glaube, die Firma Schaeffler, die wesentlich kleiner ist als Continental, hat dort eine Übernahme oder einen Übernahmeversuch gestartet und diese Firma ist durch diesen Übernahmeversuch massiv ins Strudeln geraten und damit natürlich auch entsprechende Arbeitsplätze dort in Gefahr geraten. Das nächste Beispiel. Viele von euch kennen den Verlag Weltbild noch und ich möchte im Prinzip darauf hinaus, dass die Firmen, die ich jetzt aufzähle, dass das keine Klitschen sind, das sind keine kleinen GmbHs, es ist nicht irgendwie die ABC GmbH, sondern das sind namhafte, tatsächlich deutsche Player, die seit Jahrzehnten zum deutschen Unternehmertum gehören. Wir sprechen hier von Mittelstandsperlen, wir sprechen hier von Marktführern, wir sprechen hier von Firmen, wenn man da vor 20, vor 10 oder vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, du, es könnte mal sein, dass die mal ins Straucheln geraten, dann hätte ja jeder nur abfällig abgewunken oder mit nicht abfällig mitleidig mit dem Kopf geschüttelt, hätte gesagt, ja, was hast denn du genommen, was für Drogen nimmst denn du, dass du hier so Spekulationen aufstellst? Ich möchte weiter aufzählen. Wir haben gerade das Thema Banken vorhin gehabt, die Commerzbank. Ja, jetzt haben wir aktuell das Thema Deutsche Bank wieder auf dem Zettel. Die Deutsche Bank streicht massiv Stellen und baut Filialen ab. Gleich im Schlepptau, ich habe vorige Woche im Flieger gesessen nach Hannover, da ging es um den Sparkassenverbund im Norden. Und da denke ich mir, das ist doch irre, das ist doch Wahnsinn. Und vielleicht nochmal das abschließende Beispiel, was natürlich ein absoluter Präzedenzfall ist, wo man einfach sagen kann, wie kann sowas passieren? Volkswagen. Hey Leute, überlegt euch mal, ich darf das jetzt einfach mal sagen, weil ich bin da einfach auch stolz drauf, in einem der Länder zu leben, die, wie soll man sagen, die Motoren der deutschen Wirtschaft, Volkswagen, ich spreche es jetzt einfach mal aus, das Flaggschiff der deutschen Wirtschaft, ein DAX-Konzern, verliert durch einen Abgasskandal und die damit verbundenen Schadenersatzforderungen, Klagen, alles was da dranhängt, verliert über Nacht, so viel wie ich weiß, ich müsste jetzt auch nochmal genau nachgucken, ein Drittel oder 40% von seinem Börsenwert innerhalb von der Nacht oder von der Woche. Hey Leute, ist das pervers? Und eine Woche später steht in der Zeitung, dass VW über den Abbau von 6.000 Stellen nachdenkt.
Ja, und nun haben wir hier Insolvenzen, wir haben irgendwelche Skandale, wir haben gescheiterte Übernahmeversuche, aber es gibt ja auch andere wirtschaftliche Tendenzen, wenn wir uns jetzt mal den Brexit anschauen. Ein Beispiel für die globalen Veränderungen, von denen wir alle betroffen sind. Ich will ja jetzt noch gar nicht von den geopolitischen Veränderungen sprechen, Flüchtlingskrise und. Ich will jetzt einfach mal bei der Wirtschaft bleiben. Wir sprechen hier vom Brexit. Und natürlich, was des einen Leid ist, des anderen Freud, es wird gemunkelt, dass der Bankenstandort Frankfurt natürlich von diesem Brexit profitieren wird, weil Frankfurt mehr oder weniger die Nummer 2 Finanzstandort nach London gewesen ist. Aber es gibt ja auch Deutsche, die in London gearbeitet haben oder arbeiten im Bankensektor. Und diese Deutschen sind wiederum negativ betroffen. Und das sind nicht nur ein paar hundert, sondern das sind auch ein paar tausend, vielleicht sogar 10.000 Leute, die dort arbeiten. Und durch eine einzige Entscheidung, die dort, ich sag mal, auf Landesebene getroffen wurde von den Briten, ist auf einmal eine ganze Branche, ein ganzer Sektor im Wanken. Und es ist wie eine Kettenreaktion, dass dort Berufe auf dem Spiel stehen. Und last but not least, was will ich euch mit diesen ganzen Dingen sagen? Wenn man draußen Business machen möchte, wenn man Geschäft aufbauen möchte, wenn man Leuten ein alternatives Lebens- und Einkommenskonzept aufzeigt, dann ist es wichtig, dass man diese Veränderung im Hinterkopf hat, weil diese Veränderung, von denen kann ja jeder betroffen sein. Ich habe schon gesagt, Mensch, manchmal ändert sich das Leben über Nacht. Jetzt stell dir vor, du hättest vor einem halben Jahr mit jemand von VW gesprochen, was der Geier, irgendein Entwicklungsingenieur oder was auch immer, der hätte gesagt, ja, hören Sie mal, ich bin Entwicklungsingenieur bei VW, ich verdiene vielleicht, ja, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr und ich habe da Betriebsrentenansprüche und eine Pensionszusage oder was auch immer. Und übermorgen kann es sein, dass dieserjenige, ja, der wird mit Sicherheit nicht von heute auf morgen arbeitslos, aber es kann sein, dass dieserjenige auf einmal Angst hat oder Bedenken hat, weil er sagt, Mensch, wie geht's denn mit dem Gesamtkonzern weiter? Vielleicht gibt es in 10 Jahren überhaupt keine Verbrennungsmotoren mehr. Ich hol jetzt mal noch ein bisschen weiter aus. Oder in 15 oder in 20 Jahren. Vielleicht gibt es andere Global Player. Vielleicht ist es eine Firma Tesla, die dann zum Marktführer im Bereich der Elektromobilität geworden ist oder ja jetzt schon ist. Und Hersteller, die konventionellen Hersteller von Verbrennungsmotoren komplett verdrängt hat. Und die Frage ist, was ist dann? Die Lösung ist, wohl dem, der Alternativen kennt, wohl dem, der Alternativen hat und wohl dem, der Alternativen auch nutzt. Und es ist ja vollkommen wurscht, was man für Alternativen hat, sei es jetzt Direktvertrieb, sei es Network Marketing, sei es Empfehlungsmarketing. Ja, das ist eine oder das können einige wenige Alternativen sein, aber es wäre doch cool, wenn man sich in einer Zeit, wo es einem noch gut geht, wo man noch nicht gezwungen ist, nach dem letzten Strohhalm zu greifen, wenn man sich in dieser Zeit vielleicht schon mit der ein oder anderen Alternative beschäftigt, wenn man mal nach einem Plan B Ausschau hält. Ein Plan B ist im Prinzip eine Alternative, vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt, wo der Plan A noch funktioniert. Und das ist ja tatsächlich weise, das ist vorausschauend. Und wir reden ja auch hier nicht über irgendwas, sondern wir reden hier vom Thema Network Marketing. Wir reden hier von einer Branche oder von dem Industriezweig, der unheimliche Wachstumsraten generiert, gerade in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Und wir reden hier tatsächlich nicht mehr nur von einer nebenberuflichen Möglichkeit, sich was aufzubauen, sondern wir reden hier von einer echten Plan A Lebensalternative. Network Marketing bietet die Möglichkeit, finanziell frei zu sein, unabhängig. Network Marketing bietet die Möglichkeit, ich sage jetzt einfach mal, sich was aufzubauen, ein zweites Standbein, aus dem er vielleicht aus einer nebenberuflichen Geschichte irgendwann ein hauptberufliches Engagement macht. Und Network Marketing bietet auch die Möglichkeit, geografisch frei zu sein. Und natürlich gibt es auch Network Marketing Firmen, die, wie soll man sagen, die wieder vom Markt verschwinden. Aber alleine sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht dort schon erste Erfahrungen zu sammeln,
Das ist doch unheimlich was wert, damit man, ich sage jetzt mal, nicht in dieser Mühle irgendwann mit drin sitzt und zum Arbeitsamt rennen muss oder in Panik ausbricht, wenn man selbst von so einer Sache betroffen ist, von so einer Pleite, Insolvenz, von so einer Veränderung in so einem Unternehmen, wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe. Also, liebe Freunde, mir war jetzt ganz besonders wichtig, euch das selbst nochmal auf eure Festplatte zu meißeln, das euch ins Unterbewusstsein zu bringen. Erstens mal, dass es nicht nur eure eigenen Ziele sind, die euch ziehen oder treiben, sondern dass es letzten Endes auch das Bewusstsein um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist, die euch Kraft verleiht, wenn ihr mit anderen Leuten draußen über die alternative Network Marketing sprecht. Und für diejenigen, die jetzt zuhören, die sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt haben, jetzt entsprechend die Weichen zu stellen und dann nicht kalt überrascht zu sein oder zu werden, wenn vielleicht in eurem Unternehmen sich mal so eine Veränderung ankündigt. Wie gesagt, ich wünsche es niemanden. Ich wünsche es niemanden. Ich wünsche jedem von euch, dass er in seinem Hauptjob glücklich ist, dass er in seinem Unternehmen gerne 30, 40 oder 45 Jahre verbringt, wenn ihr die Typen seid, wenn ihr das so wollt, wenn euch das so Spaß macht und wenn ihr zufrieden seid, dann herzlich gerne, feuerfrei und alles Gute. Wenn ihr aber diejenigen seid, die die Synapsen ausgefahren haben, die ein bisschen sensibilisiert sind für die Gesamtstimmung, für die Gesamtlage und vor allen Dingen auch für die tatsächlich nicht nur landesweiten, europaweiten, sondern auch für die globalen Veränderungen, die sich da ankündigen, dann freut es mich natürlich, wenn ich euch hier mit dieser Podcast-Folge erreichen konnte. In diesem Sinne, wem es gefallen hat, empfehlt unseren Podcast fleißig weiter, schreibt uns eine Rezension bei iTunes, gebt uns eine Bewertung ab und ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Show wieder hören und in diesem Sinne danke fürs Zuhören und wünsche euch den Erfolg des Tüchtigen, euer Rekrutier. Vielen Dank für diese spannende Folge und dass du dabei warst. Sei gespannt auf die nächsten faszinierenden Vertriebsgeschichten und spannenden Interviews mit den weltbesten Networkern. Falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt diesen Podcast, um garantiert keine Folge zu verpassen. Wir garantieren dir hier die besten Sponsortipps und Rekrutierungstechniken, die wir auf dem Markt finden können. Sei dabei und werde auch du zum größten Networker mit der größten Downline aller Zeiten.